Liebe Grüße. Heute lese ich etwas aus dem Buch Der Papalagi, die Reden des Südseehäuptlings Tuyavi aus Tiavea. Zuerst erschienen 1920. Papalagi, sprich Papalangi, heißt der Weiße, der Fremde, wörtlich übersetzt aber der Himmelsdurchbrecher. Der erste weiße Missionar, der in Samoa landete, kam in einem Segelboot. Die Eingeborenen hielten das weiße Segelboot aus der Ferne für ein Loch im Himmel, durch das der Weiße zu ihnen kam. Er durchbrach den Himmel. Einführung von Erich Scheuermann. Es war nie die Absicht Tuyavis, diese Reden für Europa herauszugeben oder überhaupt drucken zu lassen. Sie waren ausschließlich für seine polynesischen Landsleute gedacht. Wenn ich dennoch ohne sein Wissen und sicherlich gegen seinen Willen die Reden dieses Eingeborenen der Lesewelt Europas übermittle, so geschieht es in der Überzeugung, dass es auch für uns Weiße und Aufgeklärte von Wert sein dürfte, zu erfahren, wie die Augen eines noch eng an die Natur gebundenen uns und unsere Kultur betrachten. Mit seinen Augen erfahren wir uns selbst. Von einem Standpunkt aus, den wir selber nie mehr einnehmen können. Obwohl, zumal von Zivilisationsfanatikern, die Art seines Schauens als kindlich, ja kindisch, vielleicht als albern empfunden werden mag, muss den vernunftvolleren und demütigeren doch manches Wort Tuyavis nachdenklich stimmen und zur Selbstschau zwingen. Denn seine Weisheit kommt aus der Einfalt, die von Gott ist und keiner Gelehrsamkeit entspringt. Diese Reden stellen in sich nichts mehr und nichts weniger dar als einen Anruf an alle primitiven Völker der Südsee, sich von den erhellten Völkern des europäischen Kontinents loszureißen. Tuyavi, der Verächter Europas, lebte in der tiefsten Überzeugung, dass seine eingeborenen Vorfahren den größten Fehler gemacht haben, als sie sich mit dem Lichte Europas beglücken ließen. Gleich jener Jungfrau von Fagasa, die vom hohen Riff aus den ersten weißen Missionaren mit ihrem Fächer abwehrte. »Hebt euch hinweg, ihr übeltuenden Dämonen«, sagte sie. Auch er sah in Europa den dunklen Dämon, das zerstörende Prinzip, von dem man sich zu hüten habe, wolle man seine Unschuld bewahren. Als ich Tuyavi kennenlernte, lebte er friedlich und abgesondert von Europas Welt auf der weltfernen kleinen Insel Opolu, die zur Samoa-Gruppe gehört, im Dorfe Tiavea, dessen Herr und oberster Häuptling er war. Sein erster Eindruck war der eines massigen, freundlichen Riesen. Er war wohl an die 2 Meter hoch und von ungewöhnlich starkem Gliederbau. Ganz im Widerspruch dazu klang seine Stimme weich und milde wie die eines Weibes. Sein großes, dunkles, von dichten Brauen überschattetes, tiefliegendes Auge hatte etwas Gebanntes, Starres. Bei plötzlicher Anrede jedoch glutete es warm auf und verriet ein wohltuendes, lichtes Gemüt. Nichts unterschied Tuyavi im Übrigen von seinen eingeborenen Brüdern. Er trank seine Kava, ging am Abend und Morgen zum Loto, aß Bananen, Taro und Yams und pflegte alle heimischen Gebräuche und Sitten. Nur seine Vertrautesten wussten, was unablässig in seinem Geiste gärte und nach Klärung suchte, wenn er, gleichsam träumend, mit halbgeschlossenen Augen auf seiner großen Hausmatte lag. Während der Eingeborene im Allgemeinen gleich dem Kinde nur und allein in seinem sinnlichen Reiche lebt, ganz und nur im Gegenwärtigen, ohne jede Beschau seiner selbst oder seiner weiteren und näheren Umgebung, war Tuyavi Ausnahme Natur. Er ragte weit über seinesgleichen hinaus, weil er Bewusstheit besaß, jene Innenkraft, die uns in erster Linie von allen primitiven Völkern scheidet. Aus dieser Außerordentlichkeit mochte auch der Wunsch Tuyavis entsprungen sein, das ferne Europa zu erfahren. Ein sehnliches Verlangen, das er schon pflegte, als er noch Zögling der Missionsschule der Maristen war, das sich aber erst in seinen Mannesjahren erfüllte.
sich einer Völkerschaugruppe, die damals den Kontinent bereiste, anschließend, besuchte der Erfahrungshungrige nacheinander alle Staaten Europas und erwarb sich eine genaue Kenntnis der Art und Kultur dieser Länder. Ich hatte mehr als einmal Gelegenheit zu staunen, wie genau diese Kenntnisse gerade in Bezug auf unscheinbare Kleinigkeiten waren. Tujavi besaß in höchstem Maße die Gabe nüchternen, vorurteilslosen Beschauens. Nichts konnte ihn blenden, nie Worte ihn von einer Wahrheit ablenken. Er sah gleichsam das Ding an sich, wiewohl er bei allen Studien nie die eigene Plattform verlassen konnte. Obgleich ich wohl über ein Jahr lang in seiner unmittelbaren Nähe lebte, ich war Mitglied seiner Dorfgemeinde, eröffnete sich mir Tujavi erst, als wir Freunde wurden, nachdem er den Europäer in mir restlos überwunden, ja vergessen hatte. Als er sich überzeugt hatte, dass ich reif für seine einfache Weisheit war und sie keinesfalls belächeln würde, was ich auch nie getan habe, erst dann ließ er mich Bruchstücke aus seinen Aufzeichnungen hören. Er las sie mir ohne jede Wucht und ohne rednerische Bemühungen, gleichsam als ob alles, was er zu sagen habe, historisch sei. Aber gerade durch diese Art seines Vortrages wirkte das Gesagte umso reiner und deutlicher auf mich und ließ den Wunsch in mir aufkommen, das Gehörte zu halten. Erst viel später legte Tujavi seine Aufzeichnungen in meine Hand und gewährte mir eine Übersetzung ins Deutsche, die, wie er vermeinte, ausschließlich zu Zwecken eines persönlichen Kommentares und nie als Selbstzweck geschehen sollte. Alle diese Reden sind Entwurf, sind unabgeschlossen. Tujavi hat sie nie anders betrachtet. Erst wenn er die Materie vollständig in seinem Geiste geordnet und zur letzten Klarheit durchgedrungen, wollte er seine Missionsarbeit in Polynesien, wie er sie nannte, beginnen. Ich musste Ozeanien verlassen, ohne diese Reife erwarten zu können. So sehr es mein Ehrgeiz war, mich bei der Übersetzung möglichst wortgetreu an das Original zu halten, und wiewohl ich mir auch in der Anordnung des Stoffes keinerlei Eingriffe erlaubte, bin ich mir trotzdem bewusst, wie sehr die intuitive Art des Vortrages, der Hauch der Unmittelbarkeit, verloren gegangen ist. Das wird der gern entschuldigen, welcher die Schwierigkeiten kennt, eine primitive Sprache zu verdeutschen, ihre kindlich klingenden Äußerungen so wiederzugeben, ohne dass sie banal und abgeschmackt wirken. Alle Kulturerrungenschaften des Europäers betrachtet Tujavi als einen Irrtum, eine Sackgasse. Er, der kulturlose Insulaner. Das könnte anmaßend erscheinen, wenn nicht alles mit wunderbarer Einfalt, die ein demütiges Herz verrät, vorgetragen würde. Er warnt zwar seine Landsleute, ja, er ruft sie auf, sich vom Banner des Weißen frei zu machen, aber er tut es mit der Stimme der Wehmut und bezeugt dadurch, dass sein Missionseifer der Menschenliebe nicht der Gehässigkeit entspringt. Zitat: Ihr glaubet uns, das Licht zu bringen, sagte er bei unserem letzten Zusammensein. In Wirklichkeit möchtet ihr uns mit in eure Dunkelheit hineinziehen. Er betrachtet die Dinge und Vorgänge des Lebens mit der Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe eines Kindes, gerät dabei auf Widersprüche, entdeckt dabei tiefe sittliche Mängel und indem er sie aufzählt und sich zurückruft, werden sie ihm selber zu endlicher Erfahrung. Er kann nicht erkennen, worin der hohe Wert europäischer Kultur liegt, wenn sie den Menschen von sich abzieht, ihn unecht, unnatürlicher und schlechter macht. Indem er unsere Errungenschaften, gleichsam bei der Haut, unserem Äußeren beginnt, aufzählt, sie völlig uneuropäisch und pietätlos beim nächsten Namen nennt, enthüllt er uns ein, wenn auch begrenztes Schauspiel unserer selbst, bei dem man nicht weiß, soll man den Verfasser oder dessen Gegenstand belächeln. In dieser kindlichen Offenheit und Pietätlosigkeit liegt meines Erachtens der Wert von Tujavis Reden für uns Europäer und das Recht einer Veröffentlichung. Der Weltkrieg hat uns Europäer skeptisch gegen uns selbst gemacht. Auch wir beginnen, die Dinge auf ihren wahren Gehalt hin zu prüfen, beginnen zu bezweifeln, dass wir durch unsere Kultur das Ideal unserer selbst erfüllen können. Daher wollen wir uns auch nicht
für zu gebildet halten, im Geiste einmal herabzusteigen zu der einfachen Denk- und Anschauungsweise dieses Südsee-Insulaners, der noch von keiner Bildung belastet und noch urtümlicher in seinem Fühlen und Schauen ist und der uns erkennbar machen hilft, wo wir uns selber entgötterten, um uns tote Götzen dafür zu schaffen. Horn in Baden, Erich Scheuermann. Nun wähle ich ein Kapitel aus und ich lese vorher noch die einzelnen Titel der Kapitel vor. Das erste Kapitel heißt »Vom Fleischbedecken des Papalagi, von seinen vielen Lendentüchern und Matten«. Dann »Von den steinernen Truhen, den Steinspalten, den steinernen Inseln und was dazwischen liegt«. »Vom runden Metall und schwerem Papier«. »Die vielen Dinge machen den Papalagi arm«. »Der Papalagi hat keine Zeit«. Der Papalagi hat Gott arm gemacht. Der große Geist ist stärker als die Maschine. Vom Berufe des Papalagi und wie er sich darin verirrt. Vom Orte des falschen Lebens und von den vielen Papieren. Die schwere Krankheit des Denkens. Der Papalagi will uns in seine Dunkelheit hineinziehen. So lauten die Kapitel und ich wähle jetzt das Kapitel »Die schwere Krankheit des Denkens«. Wenn das Wort Geist in den Mund des Papalagi kommt, so werden seine Augen groß und starr. Er hebt seine Brust, atmet schwer und reckt sich auf wie ein Krieger, der den Feind geschlagen hat. Denn dies Geist ist etwas, worauf er besonders stolz ist. Es ist jetzt nicht die Rede vom großen, gewaltigen Geiste, welchen der Missionar Gott nennt, von dem wir alle nur ein kümmerliches Abbild sind, sondern vom kleinen Geiste, der dem Menschen zugehört und seine Gedanken macht. Wenn ich von hier aus den Mangobaum hinter der Missionskirche sehe, so ist das nicht Geist, weil ich ihn nur sehe. Aber wenn ich erkenne, dass er größer ist als die Missionskirche, so ist das Geist. Ich muss also nicht nur etwas sehen, sondern auch etwas wissen. Dieses Wissen übt der Papalagi nun vom Sonnenaufgang bis zum Untergang. Sein Geist ist immer wie ein gefülltes Feuerrohr oder wie eine ausgeworfene Angelrute. Er bemitleidet darum uns Völker der vielen Inseln, weil wir kein Wissen üben. Wir seien arm im Geiste und dumm wie das Tier in der Wildnis. Das ist wohl wahr, dass wir wenig das Wissen üben, was der Papalagi Denken nennt. Aber es fragt sich, ob der dumm ist, welcher nicht viel, oder der, welcher zu viel denkt. Der Papalagi denkt dauernd. Meine Hütte ist kleiner als die Palme. Die Palme beugt sich im Sturme. Der Sturm spricht mit großer Stimme. Derart denkt er. In seiner Weise natürlich. Er denkt aber auch über sich selbst. Ich bin klein gewachsen. Mein Herz ist immer fröhlich beim Anblick eines Mädchens. Ich liebe es so sehr, auf Malaga zu gehen und so fort. Das ist nun fröhlich und gut und mag auch manchen versteckten Nutzen haben für den, der dieses Spiel in seinem Kopf liebt. Doch der Papalagi denkt so viel, dass ihm das Denken zur Gewohnheit, Notwendigkeit, ja zu einem Zwange wurde. Er muss immerzu denken. Er bringt es nur schwer fertig, nicht zu denken und mit allen Gliedern zugleich zu leben. Er lebt oft nur mit dem Kopfe, während alle seine Sinne tief im Schlafe liegen, obwohl er dabei aufrecht geht, spricht, isst und lacht. Das Denken, die Gedanken, dies sind die Früchte des Denkens, halten ihn gefangen. Es ist eine Art Rausch an seinen eigenen Gedanken. Wenn die Sonne schön scheint, denkt er sofort, wie schön scheint sie jetzt. Das ist falsch, grundfalsch, töricht. Denn es ist besser, gar nicht zu denken, wenn sie scheint. Ein kluger Samoaner dehnt seine Glieder im warmen Lichte und denkt nichts dabei.
Er nimmt die Sonne nicht nur mit dem Kopfe an sich, sondern auch mit den Händen, Füßen, Schenkeln, dem Bauche, mit allen Gliedern. Er lässt seine Haut und Glieder für sich denken. Und sie denken sich ja auch, wenn auch in anderer Weise als der Kopf. Dem Papalagi ist aber das Denken vielfach im Wege, wie ein großer Lavablock, den er nicht forträumen kann. Er denkt wohl fröhlich, aber lacht dabei nicht. Er denkt wohl traurig, aber weint dabei nicht. Er ist hungrig, aber greift nicht zum Taro oder Palosami. Er ist zumeist ein Mensch, dessen Sinne in Feindschaft leben mit seinem Geiste. Ein Mensch, der in zwei Teile zerfällt. Das Leben des Papalagi gleicht vielfach einem Manne, der eine Bootsfahrt nach Savai macht und der, kaum dass er vom Ufer abstößt, denkt, wie lange mag ich wohl brauchen, bis ich nach Savai komme? Er denkt, aber sieht nicht die freundliche Landschaft, durch die seine Reise geht. Bald schiebt sich am linken Ufer ein Bergrücken vor. Kaum dass sein Auge ihn nimmt, so kann er davon nicht lassen. Was mag wohl hinter dem Berge sein? Ob es wohl eine tiefe oder enge Bucht ist? Er vergisst über solchem Denken, die Bootsgesänge der Jünglinge mitzusingen. Er hört auch die fröhlichen Scherze der Jungfrauen nicht. Kaum liegen die Bucht und der Bergrücken hinter ihm, so plagt ihn ein neuer Gedanke. Ob wohl bis zum Abend Sturm komme? Ja, ob wohl Sturm komme. Er sucht am Himmel, am hellen Himmel, nach finsteren Wolken. Er denkt immer an den Sturm, der wohl kommen könnte. Der Sturm kommt nicht und er erreicht Savai am Abend ohne Schaden. Doch nun ist ihm, als ob er die Reise gar nicht gemacht habe, denn immer waren seine Gedanken weit von seinem Leibe und außerhalb des Bootes. Er hätte ebenso gut in seiner Hütte in Opolu bleiben können. Ein Geist aber, der uns derart plagt, ist ein Aitu, und ich begreife nicht, warum ich ihn viel lieben soll. Der Papalagi liebt und verehrt seinen Geist und nährt ihn mit Gedanken aus seinem Kopfe. Er lässt ihn nie hungern, aber es macht ihm auch wenig Beschwer, wenn die Gedanken sich gegenseitig verspeisen. Er macht viel Geräusch mit seinen Gedanken und lässt sie laut werden wie unerzogene Kinder. Er gebahrt sich, als wären seine Gedanken ebenso köstlich wie Blüten, Berge und Wälder. Er spricht von seinen Gedanken, als sei dagegen nicht wert, wenn ein Mann tapfer und ein Mädchen fröhlichen Sinnes ist. Er gehabt sich gerade so, als ob es irgendwo ein Gebot gäbe, dass der Mensch viel denken müsse. Ja, dass dieses Gebot von Gott sei. Wenn die Palmen und Berge denken, machen sie doch auch nicht viel Lärm dabei. Und sicherlich, würden die Palmen so laut und wild denken wie die Papalagi, so hätten sie keine schönen grünen Blätter und keine goldenen Früchte. Denn das ist eine feste Erfahrung, dass Denken schnell alt und hässlich macht. Sie würden abfallen, ehe sie reif sind. Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie sehr wenig denken. Es gibt zudem gar vielerlei Art und Weise zu denken und mannigfache Ziele für den Pfeil des Geistes. Traurig ist das Los der Denker, die in die Ferne denken. Wie wird dies sein, wenn die nächsten Morgenröte kommt? Was wird der große Geist mit mir vorhaben, wenn ich in das Salefe komme? Wo war ich, ehe mir die Boten des Tagaloa die Agaga schenkten? Dieses Denken ist so unnütz, wie wenn einer die Sonne mit geschlossenen Augen sehen will. Es geht nicht. So ist es auch nicht möglich, in die Ferne und in den Anfang zu Ende zu denken. Das verspüren die, welche es versuchen. Sie hocken von ihren Jünglingsjahren bis zum Mannesalter wie die Eisvögel an einer Stelle. Sehen die Sonne nicht mehr, das weite Meer, das liebe Mädchen. Keine Freude, kein Nichts, kein gar nichts. Selbst die Cover schmeckt ihnen nicht mehr. Und beim Tanz auf dem Dorfplatz sehen sie vor sich nieder auf die Erde. Sie leben nicht, obwohl sie auch nicht tot sind. Die schwere Krankheit des Denkens hat sie überfallen. Dieses Denken soll den Kopf groß und hoch machen. Wenn einer viel und schnell denkt, sagt man in Europa, er sei ein großer Kopf. Statt mit diesen großen Köpfen Mitleid zu haben, werden sie besonders verehrt,
Die Dörfer machen sie zu ihren Häuptlingen, und wohin ein großer Kopf kommt, da muss er öffentlich vor den Menschen denken, was allen viele Wollust bereitet und viel bewundert wird. Wenn ein großer Kopf stirbt, dann ist Trauer im ganzen Land und viel Wehklagen um das, was verloren ist. Man macht ein Spiegelbild des großen Totenkopfes in Felsgestein und stellt es vor aller Augen auf dem Marktplatze auf. Ja, man macht diese steinernen Köpfe noch viel größer, als sie im Leben waren, damit das Volk sie ja recht bewundere und sich demütig auf den eigenen kleinen Kopf besinnen kann. Wenn man nun einen Papalagi fragt, warum denkst du so viel? Antwortet er, weil ich nicht dumm bleiben will und mag. Es gilt als Valea jeder Papalagi, welcher nicht denkt. Wenngleich er doch eigentlich klug ist, der nicht viel denkt und seinen Weg doch findet. Ich glaube aber, dass dies nur ein Vorwand ist und der Papalagi einem schlechten Triebe nachgeht. Dass der eigentliche Zweck seines Denkens ist, hinter die Kräfte des großen Geistes zu kommen. Ein Tun, das er selber mit dem wohlklingenden Titel Erkennen bezeichnet. Erkennen, das heißt, ein Ding so nahe vor Augen haben, dass man mit der Nase daran ja hindurchstößt. Dieses Durchstoßen und Durchwühlen aller Dinge ist eine geschmacklose und verächtliche Begierde des Papalagi. Er ergreift den Skolopender, durchstößt ihn mit einem kleinen Speere, reißt ihm ein Bein aus. Wie sieht so ein Bein getrennt von seinem Leibe aus? Wie war es am Leibe festgemacht? Er zerbricht das Bein, um die Dicke zu prüfen. Das ist wichtig, ist wesentlich. Er stößt einen sandkorngroßen Splitter vom Beine ab und legt ihn unter ein langes Rohr, das eine geheime Kraft hat und die Augen viel schärfer sehen lässt. Mikroskop. Mit diesem großen und starren Auge durchsucht er alles. Deine Träne, einen Fetzen deiner Haut, ein Haar, alles, alles. Er zerteilt alle diese Dinge, bis er an einen Punkt kommt, wo sich nichts mehr zerbrechen und zerteilen lässt. Obwohl dieser Punkt allemal der kleinste ist, so ist er doch zumeist der allerwesentlichste, denn er ist der Eingang zur höchsten Erkenntnisse, die nur der große Geist besitzt. Dieser Eingang ist auch dem Papalagi verwehrt und seine besten Zauberaugen haben noch nicht hineingeschaut. Der große Geist lässt sich seine Geheimnisse nie nehmen. Nie. Es ist noch niemand höher geklettert, als die Palme hoch war, die seine Beine umschlungen hielten. Bei der Krone musste er umkehren. Es fehlte ihm der Stamm, um höher hinaufzuklimmen. Der große Geist liebt auch die Neugierde der Menschen nicht. Deshalb hat er über alle Dinge große Lianen gezogen, die ohne Anfang und Ende sind. Deshalb wird jeder, der allem Denken genau nachspürt, sicherlich herausfinden, dass er am Ende immer dumm bleibt und dem großen Geiste die Antworten lassen muss, die er sich selber nicht geben kann. Die klügsten und tapfersten der Papalagi geben dies auch zu. Trotzdem lassen die meisten Denkkranken nicht von ihrer Wollust ab und daher kommt es, dass das Denken den Menschen auf seinem Wege so vielfach in die Irre führt, gerade so, als ginge er im Urwald, wo noch kein Pfad getreten ist. Sie verdenken sich und ihre Sinne können, wie es tatsächlich vorgekommen ist, plötzlich Mensch und Tier nicht mehr unterscheiden. Sie behaupten, der Mensch sei ein Tier und das Tier menschlich. Schlimm und verhängnisvoll ist es darum, dass alle Gedanken, einerlei, ob sie gut oder schlecht sind, also gleich auf dünne weiße Matten geschleudert werden. Sie werden gedruckt, sagt der Papalagi. Das heißt, was jene Kranken denken, wird nun auch noch mit einer Maschine, die höchst geheimnisvoll und wunderreich ist, die 1000 Hände und den starken Willen von vielen großen Häuptlingen hat, aufgeschrieben. Aber nicht einmal oder nur zweimal, sondern viele Male, unendlich viele Male, immer dieselben Gedanken. Viele Gedankenmatten werden dann in Bündeln zusammengepresst, Bücher nennt sie der Papalagi, und in alle Teile des großen Landes verschickt. Alle werden bald angesteckt, die diese Gedanken in sich einnehmen.
Und man verschlingt diese Gedankenmatten wie süße Bananen. Sie liegen in jeder Hütte. Man häuft ganze Truhen voll und jung und alt nagen daran wie die Ratten am Zuckerrohr. Daher kommt es, dass so wenige noch vernünftig denken können in natürlichen Gedanken, wie sie ein jeder aufrechter Samoaner hat. Auf gleiche Weise werden auch den Kindern so viele Gedanken in den Kopf geschoben, als nur hineingehen wollen. Sie müssen zwangsweise jeden Tag ihr Quantum Gedankenmatten zernagen. Nur die Gesundesten stoßen diese Gedanken ab oder lassen sie durch ihren Geist fallen wie durch ein Netz. Die meisten aber überladen ihren Kopf mit so vielen Gedanken, dass kein Raum mehr darin ist und kein Licht mehr hineinfällt. Man nennt dies den Geist bilden. Und den bleibenden Zustand solcher Wirrnis Bildung, die allgemein verbreitet ist. Bildung heißt, seinen Kopf bis zum äußersten Rande mit Wissen füllen. Der Gebildete weiß die Länge der Palme, das Gewicht der Kokosnuss, die Namen aller seiner großen Häuptlinge und die Zeit ihrer Kriege. Er weiß die Größe des Mondes, der Sterne und aller Länder. Er kennt jeden Fluss beim Namen, jedes Tier und jede Pflanze. Er weiß alles, alles. Stelle einem Gebildeten eine Frage, er schießt dir die Antwort entgegen, noch ehe du deinen Mund schließt. Sein Kopf ist immer mit Munition geladen, ist immer schussbereit. Jeder Europäer gibt die schönste Zeit seines Lebens daran, seinen Kopf zum schnellsten Feuerrohr zu machen. Wer sich ausschließen will, wird gezwungen. Jeder Papalagi muss wissen, muss denken. Das Einzige, was nun all jene Denkkranken heilen könnte, das Vergessen, das Fortschleudern der Gedanken, wird nicht geübt. Daher können es die wenigsten. Die meisten tragen eine Last in ihrem Kopfe herum, dass ihr Leib müde ist vom schweren Tragen und kraftlos und welk wird von der Zeit. Sollen wir nun, ihr lieben nicht denkenden Brüder, nach alledem, was ich hier euch in treuer Wahrheit verkündet habe, wirklich dem Papalagi nacheifern und auch denken lernen wie er? Ich sage nein. Denn wir sollen und dürfen nichts tun, das uns nicht stärker an Leib und unsere Sinne nicht fröhlicher und besser macht. Wir müssen uns hüten vor allem, was uns die Freude am Leben rauben möchte, vor allem, was unseren Geist verdunkelt und ihm sein helles Licht nimmt, vor allem, was unseren Kopf in Streit mit unserem Leibe bringt. Der Papalagi beweist uns durch sich selbst, dass das Denken eine schwere Krankheit ist und den Wert eines Menschen um vieles kleiner macht. Ja, das war das Kapitel Die schwere Krankheit des Denkens aus dem Buch der Papalagi, die Reden des Südseehäuptlings Tuyavi aus Tiavea. Erschienen 1920. Jetzt noch die Rückseite des Buches, der Klappentext sozusagen. Ihr glaubet uns, das Licht zu bringen. In Wirklichkeit möchtet ihr uns mit in eure Dunkelheit hineinziehen. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Samoa schrieb Erich Scheuermann die Europaerfahrungen des Südseehäuptlings Tuyavi nieder, mit denen er bereits 1920 dem zivilisierten Mitmenschen einen Spiegel vorhielt, in dem wir uns heute noch erkennen können. Zitat: Es wäre falsch, würden die jüngeren Leser dieses Büchlein als Schlüssel für eine neue Lebensphilosophie unter das Kopfkissen legen, schreibt Hugo Stamm im Tagesanzeiger. Und trotzdem sollte das Büchlein zur Pflichtlektüre gehören, weil es aus großer Distanz und unkonventioneller Sicht katastrophale Fehlentwicklungen aufzeigt, die wir nur noch durch eine verschleierte Brille sehen. Fehlentwicklungen, die es zu überdenken und zu korrigieren gilt. Danke fürs Interesse.